Yeah. Ein weißer Mann ist in der Booth, prägt politischen Rap mehr als es alle anderen tun. Weiße Mucke und ein Banner voller Blut, sag wie's ist, ich hab für Real Talk den Mut, denn die Fakten ballern gut. Ich kenn die Kacke aus der Schule, diese Ratten gehen und suchen sich ein Opfer und der Deutsche kämpft gegen ein ganzes Rudel. Ja, sie haben es versucht, aber bekamen eine Packung ab in Klasse 8. Um hier zu überleben, wirst du abgefuckt. Das ist Kanak-Attacke, entweder du wirst Kanak wie sie oder machst den Spieß, ruht den Lauf mit, aber wir stabil. Sie haben Egos nur durch Amphetamin am Ziehen. Hör mir zu, was ich jetzt sage, Boy, und vergiss das nie. Ich bin ein Bleichgesicht, schwarze Regeln interessieren einen Weichen nicht. Behalt mal den Scheiß für dich, egal wie oft am Boden. Ich halt meinen Kopf weit oben, Kassi Honor Schläge seit Jahrzehnten, aber zeig Gesicht. Wenn du groß wirst, allein und verlassen, ohne Stolz auf dein Land und dein Lehrer dich lehrt, dich selber zu hassen. Das ist das weiße harte Nörgelei. Wenn du groß wirst, ohne Familie, weil der Staat Frau und Mann entzwei. Immer kämpfst gegen das Depressive, das ist das weiße. Eine weiße Frau rockt das Mic, kein Opfer-Style, meine Antwort Gewalt. Immer vorn, wenn es knallt, nicht mal, weil ich's will. Doch eine Frau von bereit, das erfordert die Zeit. Es ist lange her, doch ich konnte schon sehen als Kind, wie viele von ihnen so überheblich sind. Wehrst du dich dagegen, drohen sie dir, dass es Schläge gibt. Und Mama meinte, sei doch einfach froh, dass du am Leben bist. Doch ich wär nicht, wer ich bin, hätte ich aufgegeben. Eine weiße Haut, genug Mut dafür aufzustehen. Box die Arschfotzen um, ich hör auf zu zählen. Schmerzen ohne Ende, doch verschwende kaum noch eine Träne. Ich fick das untere Regime, ich spiel nicht mit und schon versuchen sie mich runterzuziehen. Sie spucken auf mich und ich spucke auf sie. Kein Respekt vor den Gesetzen dieser Nutokratie. Was ist los? Wenn du groß wirst, allein und verlassen, ohne Stolz auf dein Land und dein Lehrer dich lehrt, dich selber zu hassen. Das ist das weiße harte Nörgelei. Wenn du groß wirst, ohne Familie, weil der Staat Frau und Mann entzwei. Immer kämpfst gegen das Depressive, ja. Das ist das weiße. Ein weißer Junge soll nicht lange überleben. Ein weißer Junge soll auf alles übernehmen. In jungen Jahren bekommt man indoktriniert. Du bist Schmutz, du bist schuld, du bist privilegiert. Was? 7% weltweit sagt, wer ist die Minderheit? Doch die ganze Welt meint, wir leben in Sicherheit. Weißt du, welche Kinder weinen? Es werden deine sein. Denn in vielen deutschen Schulen mobbt man sie zum Zeitvertreib. Männlich, weiß, kampfbereit. Und sie hassen dich. Unsere Verbundenheit zerlegt ihre Klassenschild. Die Maske bricht im Abendlicht. Vor echten Wetten warnen sie dich. Und baust du dir was auf als Patriot? Ja, das darfst du nicht. Hard Knock Life, wenn der Bahnhof steigt. Einem Nahtod leicht und der schamlos schweigt. Doch der Tatort zeigt, dass ein Nahostkrieg wieder grundlos eskaliert und zum Schlagstock greift. Wenn du groß wirst, allein und verlassen, ohne Stolz auf dein Land und dein Lehrer dich lehrt, dich selber zu hassen. Das ist das weiße harte Nörgelei. Wenn du groß wirst, ohne Familie, weil der Staat Frau und Mann entzwei. Immer kämpfst gegen das Depressive. Das ist das weiße harte Nörgelei. Zeit bricht jetzt ab. Es geht ran an den Feind. Wir sind weiß, männlich, kampfbereit.